Wessobrunn, ein kleines 2000-Seelenörtchen in Oberbayern. Hier kam Dominikus Zimmermann zur Welt, am 30. Juni 1685. Damals hieß das Dorf noch Guy's Point nach einem alten Flurnamen. Die künstlerische Laufbahn wurde ihm in die Wiege gelegt. Der Vater ein Gipsmeister, der spätere Stiefvater Stuckateur. Bis heute erinnert eine Tafel am Geburtshaus Zimmermanns an den berühmten Sohn Wessobrunns. Zimmermann hat begonnen als Stuckateur, war selber ein absoluter Profi, auch in einigen besonders schwierigen Aufgabenbereichen, wie zum Beispiel der Stuckmarmortechnik, und hat da ganz fantastische Werke hinterlassen, zum Beispiel auch im Raum Füssen. Und aus dieser dekorativen Gestaltung heraus hat er sich dann seine eigene architektonische Handschrift entwickelt, hat eben nicht nur ganz streng nach Lehrbuch gedacht, sondern immer Kirche und Ausschmückung ganz eng zusammengedacht, sehr plastisch modelliert. Kirche ohne Stuck, ohne Fresko, ohne Stuckmarmoraltar war eigentlich nicht denkbar. Das war alles ganz eng verzahnt gedacht. Als Stuckateur machte sich Dominikus Zimmermann schnell einen Namen. Seine Stationen sind Füssen, dann Landsberg. Hier und da weist noch ein unscheinbarer Gedenkstein auf diesen großen Mann hin. Werke, die ihn selbst zeigen, gibt es nur sehr wenige. Dafür tragen bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer mehr Gotteshäuser seine Handschrift. Die Klosterkirche Maria Medingen zum Beispiel. Die Günzburger Frauenkirche, ein Meisterstück süddeutscher Sakralarchitektur. Oder die Anna-Kapelle der Reichskathause Buxheim, um nur einige wenige seiner Werke zu nennen. Seine Handschrift ist, dass er immer mehr Bauwerk und Ornament zusammendenkt, immer mehr plastisch wird, immer mehr reiche Fensterformen und eine ganz individuelle Ausprägung und Gestaltung bei seinen Kirchenbauten macht. Und dann gibt es einen Namen, der unweigerlich mit Dominikus Zimmermann verbunden ist, die Wies in Steingaden. Dort entstand sein Meisterstück, ein Mammutwerk. Rund 10 Jahre hat er daran gebaut. Bis heute zieht das UNESCO-Welterbe jährlich tausende Besucher aus aller Welt an. Dominikus Zimmermann hat hier in der Wies sein reifstes und sein schönstes, formvollendetstes Werk geschaffen. Ein Stück Himmel auf Erden geholt. Durch seine Kunst, durch seine Architektur, durch die Konzeption einfach für diesen Wiesheiland, dem er das schönste Haus, das er sich vorstellen konnte, einfach schaffen wollte. Und natürlich auch für die Menschen, die zu diesem leidenden, mitweinenden Jesus kommen, wollte er einfach einen Trostort schaffen, an dem die Menschen spüren konnten, hier bin ich daheim. Mit seinem Bruder Johann Baptist Zimmermann als Freskomaler an seiner Seite ist hier ein Kirchenbau entstanden, bei dem Bauwerk und Ausschmückung so nahtlos ineinander übergehen wie bei kaum einem zweiten Gotteshaus dieser Epoche. Ihr eigenes Meisterwerk muss sie wohl dazu veranlasst haben, sich selbst zu verewigen. Nur dieses einzige Mal dort oben über dem Altar. Und zwar meine ich, der eine, der dieses Tablett trägt, ist der Dominikus Zimmermann. Der Dominikus hat auch, wo er hier dieses Tablett trägt, einen ganz starken Handwerkerarm, passt auch. Und der Johann Baptist hinter ihm hat eine Art Malermütze auf. Also das könnte sein, dass es die beiden sind. Zuletzt haben Künstler der modernen Zeit die Wies in spektakuläres Licht getaucht. Anlässlich des 250. Todestages wollten sie den alten Künstler noch einmal neu aufleben lassen. Doch am schönsten ist die Wies bei Sonnenuntergang. Diesen Anblick konnte wohl auch Dominikus Zimmermann genießen. Seit 1755 lebte er unterhalb der Wies. Am 16. November 1766 stirbt er mit 81 Jahren hochbetagt in der Wies. Bestattet ist er, so heißt es, auf dem Friedhof in Steingaden. Ein neuer Gedenkstein soll künftig an den großen Rokoko-Baumeister erinnern.